Wie der Morgen vor der Schule bei mir ausschaut, ein Desaster. Wieso ich jeden Tag weiter so mache, ich habe keine Ahnung. Ich sage euch einfach, wie so ein Tag vor der Schule bei mir beginnt. Es sind gerade Ferien. Appreciated bitte mal, dass ich ein Video für die Schule drehe, weil eigentlich will ich von der Schule gar nicht denken. Damit wir schauen, ob ich heute verschlafen würde, werde ich mir einen Timer setzen und zwar eine halbe Stunde. So lang brauche ich jeden Tag, damit ich mich fertig mache, bevor ich in die Schule gehe. Und falls ich länger als 30 Minuten brauche, habe ich verschlafen. Das heißt, wir sehen dann am Ende, ob ich verschlafen habe oder nicht. Okay, stellen wir uns einen Timer für 30 Minuten und Start. Jetzt wird's ernst. Alles beginnt damit, dass ich aufstehen muss. Jeden Tag aufs Neue, eine schöne Bereicherung für mein Leben. Und das sieht ungefähr so aus. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Genau so sieht es bei mir aus, wenn ich aufstehen muss. Und noch schlimmer. Und jetzt gehen wir mal aufs Klo. WC. So, und eigentlich esse ich jetzt immer Cornflakes zum Frühstück. Aber ich habe noch ein Avocado. Avocados sind Leben. Wer mag bitte keine Avocados? Avocados sind echt Leben. Also ja, ich mache mir Avocado-Toast. Oh, geil! Übrigens habe ich noch 23 Minuten. Erstmal willkommen in meiner Küche. Ich glaube, ich werde in Zukunft öfter Küchenvideos, Kochvideos, Backvideos drehen. Nur damit ihr schon voreingestellt seid. Hier wird nie was Gutes bei rauskommen, außer Avocado-Toast, weil, nun ja, um da was falsch zu machen, muss man schon echt dumm sein. Ich meine, ich bin echt dumm. Also ja, wir nennen jetzt dieses Format, wenn ich in der Küche bin, Kochen mit Alex, ey! Also, willkommen zu der ersten Episode von Kochen mit Alex. Für unser heutiges Rezept Avocado-Toast brauchen wir als erstes einen Toaster. Und wenn ihr wüsstet, meine Mutter ist der größte Kritiker in der Küche, ja? Also wenn ich was falsch mache, sie gibt mir ein 2 Wochen Küchenverbot. Eigentlich habe ich noch ein Verbot, aber egal, sie ist gerade nicht da. Toaster ist da. Dann brauchen wir Toast. Okay, ich habe noch genug Toast für heute. 1, 2. Und währenddessen... Scheiße. Währenddessen bereiten wir schon die Avocado-Creme zu. Für eine geile Avocado-Creme braucht ihr eine geile Avocado. Weich. Weich ist gleich reif. Ihr braucht eine Schüssel. Messer. Peinlich. Übrigens habe ich noch 15 Minuten. Oh mein Gott, geil. Jetzt wird stressig. Gabel und Löffel. Majoran. Lifehack, Leute. Majoran in Avocado schmeckt Bombe. Knoblauchpulver. Salz und Pfeffer. Das erste, was ihr macht... Ihr schneidet die Avocado auf. Zweiter Lifehack bei Avocados, ihr nehmt diesen Deckel da ab und wenn es da grün ist oder gelblich ist, dann ist die Avocado reif. Wenn es bräunlich ist, dann, naja, ist die Avocado nicht mehr so geil, sagen wir mal so. Weil gut. Ich mache nie wieder Toast. Toast ist abgeschlossen. Geil, die Avocado ist so geil. Als nächsten Schritt entfernt ihr den Kern. Dann braucht ihr den Löffel, um die ganze geile Avocado auszulöffeln. Diese Avocado ist anders geil. Könnt ihr mal so einen Avocado-Counter in die Kommentare machen, wie oft ich in diesem Video Avocado gesagt habe? Für jedes Mal, dass ich Avocado sage in diesem Video, trinkt einen Schluck Wasser. Für den nächsten Schritt gebe ich dann meine geilen Ingredients rein, und zwar Knoblauch, Majoran, Majoran im beste Leben. Das gibt der Avocado noch so einen extra Touch. Salz. Und Pfeffer. Und jetzt kommt die letzte Zutat ins Spiel, die Gabel. Jetzt wird das Ganze hier ganz schön zerquetscht. Ich habe noch 10 Minuten. Und ich brauche eigentlich 10 Minuten für Zähneputzen. Wird geil. Sagen wir mal so, wenn ich weiß, dass ich Avocado machen muss oder sowas, was länger dauert als Cornflakes, weil bei Cornflakes muss ich genau nur das Müsli reintun,
Milch reintun und in die Mikrowelle geben. Bei Avocado stehe ich dann etwas früher auf, also gebe ich mir noch 10 extra Minuten. Das ist eigentlich nur fair. Probieren wir das mal. Das passt so. Oh, die ist ja so geil. Oh mein Gott. Geil. Ich habe noch 16 Minuten Zeit zu diesen Minuten des Essens und der geilen Avocado schaue ich mir YouTube-Videos an. Frag mich nicht, wieso ich kein Messer benutze. Ich tue es einfach nicht, okay? Oh mein Gott, das ist so gut geworden. Ich habe noch 7 Minuten und 10, 9, 8, 7, 6 Sekunden. Deswegen gehen wir jetzt Zähne putzen, weil stressig. Ich habe offiziell verschlafen für heute. Ey, also ja, ich habe für die Schule verschlafen. Das heißt, nächstes Mal stehe ich ein paar Minuten früher auf. Ihr wisst jetzt, wie so eine Morgenroutine vor der Schule bei mir ausschaut. Ich habe verschlafen. Das ist das, was zählt. Ich bin nicht pünktlich in der Schule. Das war's mit dem Video. Mehr Schulvlogs kommen bald auf jeden Fall. Ich habe gesehen, ihr habt Bock auf die Schulvideos. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bye.